Hi, ich bin Denise und ich bin heute mit den 30 besten Service-Monteurinnen und Monteuren aus ganz Deutschland in Köln, um unseren Finalisten für den internationalen Best of Belron 2024 in Lissabon zu finden. Wie ihr sehen könnt, sind alle hier schon ordentlich am Arbeiten und ich würde vorschlagen, genau das schauen wir uns jetzt einmal an. Den Best of Belron gibt es bereits seit 2000. Aktuell treten ungefähr 30 Länder im internationalen Finale gegeneinander an. Deutschland konnte den Titel bisher nur einmal gewinnen, und zwar 2006. Deswegen wird es dringend Zeit, dass der Titel wieder nach Deutschland geholt wird. Aber was ist der Best of Belron überhaupt und was macht das Event zu etwas so Besonderem? Bernd, dann erzähl uns doch mal, was ist eigentlich der Best of Belron? Der Best of Belron ist ein Wettbewerb, in dem wir den besten Fahrzeugmonteur innerhalb der Belron-Gruppe suchen. Das heißt, es gibt Vorausscheidungen in den jeweiligen Ländern. Das heißt, man sucht quasi den nationalen Meister. Und die ganzen nationalen Meister, die treffen sich dann zu der Weltmeisterschaft, die in Lissabon stattfinden wird. Steinschläge reparieren und Scheiben austauschen. Das sind die ersten Disziplinen, bei denen sich die Kandidatinnen und Kandidaten den kritischen Augen der Jury stellen müssen. Und die achten wirklich auf jedes Detail. Aber wie wird man eigentlich Jurymitglied? Wie ist es denn dazu gekommen, dass du jetzt Teil der Jury bist? Also ich habe 2015 den Bob gewonnen als Teilnehmer und ich weiß, wie die Teilnehmer sich hier heute fühlen. Die sind super, super nervös. Ja, und 2015 war für mich ein besonderes Erlebnis und ich hätte damit auch nicht gerechnet, dass ich irgendwann Deutschland gewinne und ich konnte es 2015 gewinnen. Lissabon ist das große Ziel für alle Teilnehmer, die heute hier in Köln sind. Beim letzten Mal ist Sascha Golletz für Deutschland in Barcelona an den Start gegangen. Wenn jemand weiß, wie sich die Kandidaten fühlen, dann er. Wie hast du dich denn damals gefühlt, als du im Flugzeug nach Barcelona gesessen hast? Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Eine ganze Menge. Ich war sehr aufgeregt, weil man fährt als Kandidatin und vertritt ein ganzes Land und alle gucken so auf dich. Also man hat da schon eine Menge Druck, den man sich aber, glaube ich, auch ein bisschen selber macht, ja. Sascha, ohne Namen zu nennen, aber glaubst du, hier ist wirklich jemand, der das Zeug hat, den Titel nach Deutschland zu holen? Auf jeden Fall, ja. Also was ich heute schon gesehen habe, Schnelligkeit und Qualität, wir machen die Qualitätsprüfung hier heute, auf jeden Fall ist da jemand dabei, hundertprozentig. Ich freue mich schon auf die anderen beiden Tage und gucke, was da noch auf uns zukommt, ja. Genauso wichtig wie der Austausch und die Reparatur von Scheiben ist die sogenannte Rekalibrierung. Hier werden die Kameras, die sich hinter der Windschutzscheibe verstecken, neu eingestellt, damit Fahrerassistenzsysteme wie der Spurhalteassistent reibungslos funktionieren können. An vier spannenden Wettkampftagen haben die 30 Teilnehmer alles gegeben, um einen der fünf begehrten Plätze für das deutsche Finale zu ergattern. Wer am Ende aber wirklich nach Lissabon fährt und Deutschland im internationalen Wettbewerb vertritt, das entscheidet sich im Januar. Es bleibt also spannend.